Du wirst wohl nicht Deutscher Meister, steigst auch nicht ab. Wie sind deine Pläne für nächstes Jahr? Was passiert bei dir? Das ist eine gute Frage. Ich habe angefangen, Trainerlizenzen zu machen, möchte sicherlich da auch mal reinschnuppern, gibt aber noch nichts Konkretes, auch keine wirklich konkreten Gedanken. Das Thema Scouting steht für mich immer ganz weit oben, interessiert mich sehr. Ich arbeite sehr viel natürlich noch in den Medien, das mache ich auch weiter, weil es mir Spaß macht, aber schaue schon über den Tellerrand hinaus, was darüber hinaus gehen könnte. Für mich ist der Sommer auch noch lang und mal gucken, was es dann am Ende ist. Früher waren die Trainer immer relativ alt, ist ja relativ. Jetzt sind sie alle jung. Das heißt, Uwe Mojela könnte auch bald auf der Bundesliga-Trainerbank irgendwo sitzen. Ja, bis dahin muss ja noch ein bisschen Wasser den Bach runterlaufen. Da müsste ich auch noch ein paar mehr Lizenzen machen. Und die dauern auch sehr lange. Insofern vorerst nicht. Aber man weiß nie, was die Zukunft bringt.